Jo Leute, was geht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Focusland-Kanal. Und heute gibt es eine Draft-Challenge und keine normale Challenge, denn ich bin nicht alleine hier. Ey, was geht ab Leute? Prunes ist auch am Start und wir sind hier heute auf der PlayStation über SharePlay und ich baue das Team für Lukas zusammen und ich hoffe, wir haben hier eine kleine Challenge für ihn, mal schauen, ob er mit dem Team dann gewinnen kann. Ja, er wird auch nicht nur mein Team bauen dürfen, sondern er darf danach auch noch sagen, welcher Spieler auf welcher Position stehen darf. Ja, kann ziemlich übel für mich enden, wenn nachher der Torwart im Sturm steht oder der Stürmer im Tor. Aber erstmal jetzt hier die Formation. Da sind schon mal schöne Dreierketten am Start. Perfekt. So, wen haben wir denn hier? Was soll denn das? Warum haben wir so gute Kapitäne hier am Start? So. Also Vertonghen wäre schon gut. Den würde ich auf jeden Fall im Team haben wollen. Er macht diese umgedrehte Psychologie. Dann kriegst du den Vertonghen auch. Nice. Danke dir. So. Oh. Der hat am wenigsten Pace. Dante, ja, der ist gut unterwegs. Den kann man, glaube ich, auf dem rechten Flügel später benutzen. Kann er also den Robben-Style machen, schön auf den linken Fuß reinziehen. Ey, der einfach nur, weil er fresh aussieht. So. Den nehmen wir mit. Ja, ich weiß nicht. Also, hast du schon mit so einem Team gespielt, wo wirklich alles durchgemixt war? Mm-mm, ich glaube nicht. Und ich glaube, ich werde mega auf die Fresse bekommen. Ich glaube auch. Das ist nur mal 10-mal schwieriger, als man sich das vorstellt. Ja, ich glaub's. Er ist recht im Food-Drop-Modus, da spielen sich die Spieler eh schon komisch. Kante Totti. Soll ich gönnen? Wird schon schmecken. Der wäre eigentlich perfekt fürs Tor. So mit seiner mit 1,68 haben wir da den perfekten Keeper schon mal gefunden. Meinst du eigentlich, er kommt an die Latte dran? Ich glaube nicht. Was haben wir so hier am Start? Ah, Joaquin, keine Ahnung. Also sind jetzt nicht so die krassen Spieler bisher. Ist nicht meine Schuld. Ihr gönnt halt einfach nicht. Ja, der zweite sieht gut aus, oder? Oder ist der dir zu schnell? Der ist zu schnell, aber hier ist keiner wirklich langsam. Also nehmen wir den einfach mal. Ja, kann man schon fast so als Startelf nehmen. Oh, das ist okay. Das ist echt okay, leider. Dann nehmen wir erstmal nochmal ein paar hier mit. Wir können eh gleich noch ein bisschen rotieren. Der wäre halt auch so ein guter Innenverteidiger eigentlich. Das wird halt das Traurige sein. Ich glaube, jeder gute Spieler landet halt eh auf der Reserve am Ende. Aber vielleicht kannst du den sogar echt als Angreifer benutzen. Da kann ich dir Es sieht gut aus bisher. Noch mal kurz tauschen, dass wir die Spieler auch auf der richtigen Position haben. Man kennt. Aber findest du es nicht ein bisschen viel Chemie mit Pedro und Kante? Da fällt mir gerade was auf, so das passt jetzt nicht so. Und dann gucken wir mal, was auf der Ersatzbank so geht. Ja, viel schlechter geht ja eigentlich kaum noch, wenn ich ehrlich bin. Na, mal schauen, mal schauen. Wobei, wo passt der denn jetzt hin? Was macht Pedro denn noch in der Startelf? Ja, wo sind die Non-Rares, Mann? Ja, okay. Ah. Wir können ja einfach noch mehr Keeper ins Team stellen. Stimmt, es gibt 3 Keeper dann, ne? Oh no. Mindestens können auch noch 4 oder 5 werden. Je nachdem, wie viel Bock EA hat. Ja, wow. Tommy wäre schon geil als RM. Komm. Aber der darf halt als nicht Kapitän. Mitspielen. So. Gut, Maskottchen. Wer ist das denn? Oh, der 30 Dev. Das ist doch ein perfekter Innenverteidiger eigentlich. Also, ich frage mich halt, warum Dante noch nicht auf dem RM steht. Warte doch kurz. Warum sind hier gute Spieler? Was soll denn das? Hast du noch Bayern-Maskottchen? So? Ich werde sie halt eh nicht spielen. Ja, deswegen. Das ist krass, ne? Also wenn du das Spiel gewinnst, dann bin ich echt am Staunen. Oh, ein neuer für den rechten Flügel. Oder für den linken Flügel, ich weiß noch nicht. Wirklich, ich habe noch nie einen Draft gehabt, wo 4 Torhüter kommen werden. Ne? Ausgerechnet, jetzt kommen 4 Torhüter einfach. Das ist zu krass. Also, ja, es gibt immer ein erstes Mal. 5 Sterne Skiller kannst du auf jeden Fall gebrauchen. Aber wir haben noch Links im Team, die müssen wir auch gleich noch irgendwie loswerden. So, auch noch ein 5 Sterne Skiller. Da kannst du aber hinten ausrasten, da bin ich jetzt aber gerade großzügig. Ich sehe schon die Skillruns vor mir. Ich glaube, der einzige 5 Sterne Trick, den ich kann, ist ein Sombrero Flick. Damit komme ich bestimmt durch. Safe, von ganz hinten nach ganz vorne. So, wer hat noch einen Link? Ah, die hier haben noch einen Link. Ey. So, passt. Nice. Gleich haben wir dann noch einen Keeper und dann haben wir ein geiles Team eigentlich. Also, wenn du jetzt in den Titel schreibst, schlechtestes Draft ever, kann sich auf jeden Fall keiner beschweren, weil das ist einfach... Das ist auf jeden Fall grottig. Meinst du, das Team kopieren und nächste Weekend-Team damit? Also, wenn du damit überhaupt einen halben Sieg holst, das wäre schon zu viel eigentlich.
wer kann denn hier was? 38 Tempo, der Ter Stegen. Er ist eigentlich auch ideal für den linken Flügel, so. Ja. Ja, sieht nice aus, sieht nice aus. Oh, ah, das gibt einen Link, aber Nee. Dann holen wir noch einen Manager, der am besten gar nichts bringt. Ja, und dann haben wir ein geiles Draft-Team. So, die Starspieler sind ja eh egal, weil die stehen ja eh nicht auf dem Feld. Fresh. Ja, sieht gut aus. Also, wir haben gut Non-Rare-Spieler, gut Chemie. ja, du hast deinen Job auf jeden Fall gut erfüllt an der Stelle. Danke, danke. Wenn ich eine Runde überlebe, ich würde es mehr feiern als ein 40-Jähriger, glaube ich. Also, wenn du. Ja, du hast halt einen normalen Stürmer im Sturm, so, da geht schon was. Und somit gehen wir in das erste Game rein. Danny hat seinen Job auf jeden Fall gut erfüllt und ist jetzt auch nicht mehr im Start. Hier sehen wir das erste gegnerische Team und das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich anders aus. Ganz ehrlich, ich hoffe, ich verliere nicht zweistellig. Ich habe null Plan, wie sich so ein Team spielen lassen wird. Ich stelle es mir mal ziemlich schwer vor. Komm, Quaresch, mal, du hast doch Tempo. Zieh! Nein. Und da ist auch schon in der vierten Minute das 1-0 für den Gegner. Man hat so keine Chance, hinterherzukommen. Das ist so krass. Die Pässe kommen gar nicht. Die Spieler sind auf einmal so langsam. Selbst ein Quaresch mal bewegt sich einfach null. Oh, nicer Pass auf jeden Fall hier an der Stelle. Also die druckvollen Pässe können wir auf jeden Fall auch schon mal vergessen. Und da kommt Inzaghi wieder über außen, spielt in die Mitte und Kane. Eiskalt, 2-0. Ich muss los. Oh no, wo soll das hinführen? 10. Minute einfach. Joe Hart behauptet den Ball gut, Enyama. Ey, das ist so nervig mit Enyama im ZM. Ja, komm, Jefferson. Bro. Nein, 3-0 Inzaghi. Ey Jungs, man hat sowas von keine Chance, irgendwie hinterherzukommen. Vor allem mit der Dreierkette, das ist echt zu krass einfach nur. Ja, Pandev, komm Junge. Nein, da ist die erste Chance für uns. Der muss rein. Pandev wieder, komm. Hat Platz. Oben geht Joe Hart. Joe. No. Ja, ich glaube, man darf keinen Flachschuss machen mit dem Torhütern. Ist, glaube ich, nicht so die beste Möglichkeit. Hey, Joe Hart gefällt mir bisher richtig gut. Schönes L1-Dribbling hier. Ter Stegen auf der anderen Seite zum ersten Mal dabei. Jefferson, oh, ich muss den Ball irgendwie, glaube ich, auf Pandev bekommen. Das ist der Einzige, der schießen kann. Über die Außen kommst drin. Zieh, Junge. Nimm den Hart mit. Ey, Joe Hart ist gut. Das war aber eigentlich ein Foul, Mann. Ah, Kanté im Tor. Sieht auch nice aus mit seinen 1,68. Das ist doch mal hier eine schöne Kombination. Oben Joe Hart. Nein. Mach ihn doch, Junge. Oh, Pandev mit dem Fallrückzieher-Ansatz. Chance lebt noch. Ja, nächste Chance. Nein, wieder nicht. Ter Stegen ist einfach zu gut. Einfach zu gut für meine Spieler. Oh mein Gott, die Ballannahme. Eieiei. Aber wir können uns hier gut rumspielen. Jamolenko, komm, du hast einen Schuss. Jamolenko und was, Mann. Jetzt fehlt sogar das Glück auch noch hier. Aber egal, nächste Chance. Jefferson, so langsam kommen wir hier rein. Ja, und mit dem 13-0 gehen wir in die Halbzeit. Gut, den Anfang habe ich ziemlich verkackt, muss man so sagen. Danach ging es aber schon ein bisschen besser. Wir haben sogar die ein oder andere Chance sogar noch gehabt danach. Mal schauen, was in der zweiten Halbzeit noch so möglich ist. Ich hoffe, wir schaffen zumindest ein Tor und verlieren nicht zweistellig. Nein, Anstoßhype. Ja, als ob der Messi sogar noch eingewechselt hat. Wie ernst meint der Typ das denn bitte? So viel zum Thema, bitte nicht mehr zweistellig. Ach, die können ja nicht nochmal eine Ball, die Keeper, ja moin. Vor allem legt er sich den Ball hier so vor. Oh mein Gott, Pandev, komm. Mach ihn, Junge, mach ihn! Aha, Pandev. Ja, wer ist das? Trinic. Nein, und wieder Ter Stegen, das gibt's nicht. Also ein Tor wäre jetzt auf jeden Fall schon mal drin gewesen hier. Komm. Mag andere, Junge. Pandev. Svette, Joe Hart, bitte. Joe! Nicht dein Ernst! Ey, was macht der? Das Tor ist frei! Ey, das kann nicht sein! Komm, Jefferson.
Jefferson! Und wieder nicht. Ey, hätte ich mal jede Chance reingemacht, dann wärst du safe, ein 5:5 oder so. Jetzt Kopfball. Let's go! Wer war das? Wer ist das? Wer ist das erste Tor, zumindest der Ehrentreffer noch? In der 80. Minute. Ja, wer war das überhaupt? Okay, ist Trinic, einer von den Feldspielern. Ich dachte, das wäre ein Keeper, weil er relativ groß wäre. Joe. Elva, ganz klare Sache. Ganz klare Sache hier. Den lassen wir natürlich auch vom Gefaulten schießen. Darf Joe hart selber machen. Vielleicht das 5-2 noch. Das sieht einigermaßen erträglich dann aus. Komm hier, Joe. Wo haben wir den? Ja, 17 Elfmeter. Der wird den Safe reinmachen. Komm. Nein. Ey, der Ball will nicht rein. Diesmal, Joe. Diesmal. Leg ihn rein. Und da kriegen wir noch das zweite Tor. Immerhin in der 90. Minute. Ein bisschen... Ja, was wird das Ergebnis tun, damit wir nicht komplett untergehen? Aber es ist okay, 5-2. Ja, damit kann ich einigermaßen noch leben. Und der Schiri pfeift doch sofort nach dem Tor ab. Ja, es ist mal was komplett anderes, einfach mit so einem Team zu spielen. Das fühlt sich so komisch an, so ungewohnt. Die Spieler bewegen sich noch schlimmer als irgendwelche Bronzespieler. Das ist, keine Ahnung, die können gefühlt alle kein Fußball spielen. Man sieht das sogar von den Chancen, von den Schüssen. Es war nicht mal so eindeutig, wie ich es gedacht hätte. Also... Mit ein bisschen mehr Glück wäre hier vielleicht sogar mehr drin gewesen. Und das soll es auch von diesem Video schon gewesen sein. Wenn ihr Bock habt auf weitere Challenges, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, auf welche Challenges ihr Bock hättet, die wir in Zukunft für euch bringen könnt. Schaut natürlich in die Videobeschreibung vorbei, mein Kanal verlinkt, aber natürlich auch Dannys und Stylos Kanal. Ansonsten bin ich raus für heute. Bis dann, Jungs, haut rein.